Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Der Pilotenstreik bei der Lufthansa geht auch morgen weiter. Die Vereinigung Cockpit hat ihn auf insgesamt 48 Stunden verlängert. Dadurch fallen an beiden Tagen jeweils etwa 900 Flüge aus. Die Lufthansa-Piloten haben seit 2012 keine Tariferhöhungen mehr bekommen und fordern jetzt rückwirkend 3,7% pro Jahr. Der Konzern bietet bislang 2,5% an, insgesamt. Das ist nach Ansicht von Cockpit keine Basis für Verhandlungen. Es geht weiter. Laut eigenen Angaben hat die Lufthansa für den morgigen Streiktag 4000 Hotelzimmer im Rhein-Main-Gebiet und München reserviert. Die Flugausfälle werden erneut mehr als 100.000 Passagiere betreffen. Den Schaden will sich die Airline von der Gewerkschaft erstatten lassen. Der Ton wird rauer. Lufthansa wird die Schadensersatzklage gegen die VC aus dem Jahr 2014 wieder aufnehmen und vorantreiben. Damals hat die VC Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings bestreikt. Diese Schadensersatzklage, die Route, um die Tarifgespräche nicht zu belasten, das werden wir jetzt ändern und die Schadensersatzklage wieder vorantreiben. Allein heute musste Lufthansa fast 900 Flüge annullieren. Das sind etwa 2/3 der Verbindungen ihrer Stammmarke. Aus Sicht der Pilotengewerkschaft ist das ein Erfolg. Aus Sicht der Passagiere ist das lästig und ärgerlich. Der Druck auf die Airline nimmt zu. Aber wann wieder verhandelt wird, weiß derzeit keiner. Die Gewerkschaft vermisst ein ernstzunehmendes Angebot. Wir haben 17 offene Tarifverträge. Wir kriegen seit Jahren mit Lufthansa als einziger Airline, die wir überhaupt tarifiert haben in Deutschland, keine Tarifverträge mehr hin. Alle anderen Airlines, mit denen haben wir vielzählige Tarifverträge hinbekommen. Aber es ist die Einstellung dieses Konzernvorstandes, die das eben verhindert, dass es bei Lufthansa auch klappt. Gewerkschaft und Unternehmen stehen sich weiter unversöhnlich gegenüber. Es ist der 14. Streik in dem seit April 2014 schwelenden Tarifkonflikt. Immerhin, laut Gewerkschaft sollen die Weihnachtsfeiertage streikfrei bleiben. Am Sonntag hatte Angela Merkel erklärt, erneut als CDU-Vorsitzende und Kanzlerkandidatin anzutreten. Inhalte lieferte sie heute in den abschließenden Haushaltsberatungen des Bundestages. Außenpolitisch grenzte sich Merkel klar vom künftigen US-Präsidenten Trump zum Freihandel ab. Statt Abschottung, so Merkel, sei Offenheit notwendig. Innenpolitisch rückte sie den Umgang mit Populismus in den Mittelpunkt. Sie begründete ihn unter anderem mit wachsender Unsicherheit der Menschen. Es geht um ihre Politik. Eine Generaldebatte kurz nach Angela Merkels Entscheidung zur erneuten Kandidatur ist für die Opposition besondere Angriffsfläche. Die Fraktionsvorsitzende der Linken verliest Mails von Bürgern, um zu zeigen, woher in ihren Augen die Enttäuschung von der Regierungspolitik stammt. In einem konzerngesteuerten Land, wie wir es heute haben, gibt es keine Demokratie. Wie erklären, das ist das Zitat aus der Mail eines Bürgers. Ich muss sagen, wie Sie reagieren, wenn man hier Stimmen von Bürgerinnen und Bürgern vorträgt, das zeigt die ganze Arroganz Ihrer Politik. Merkel eher gelassen als kämpferisch kontert. Sie sorge sich um das politische Klima, zumal in Deutschland Wohlstand herrsche, was auch der Politik ihrer Großen Koalition zu verdanken sei. Streitkultur, demokratische Streitkultur, die wir brauchen, die wir auch in diesem Hause praktizieren. Wir haben ja gerade eben ein Stück davon gehört. Das muss selbstverständlich sein, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Aber es muss im Geiste des Respekts vor der Würde des jeweils anderen stattfinden. Die Grünen warnen die Kanzlerin, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Im letzten Wahlkampf war ihr Motto: Sie kennen mich ja. In diesem Wahlkampf wird das nicht reichen. Und es wird auch nicht reichen, zu erklären, wir machen einfach weiter so. Als wichtigstes Zukunftsprojekt sieht Merkel die Gestaltung des digitalen Wandels an. Hier entscheide sich, ob Deutschland wirtschaftlich erfolgreich bleibe. Müssen alle Flüchtlinge aus Syrien befürchten, politisch verfolgt zu werden, wenn sie in ihr Land zurückkehren? Das Oberverwaltungsgericht Schleswig sieht dafür keine Anhaltspunkte und hat die Praxis des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge bestätigt, dass Syrern lediglich subsidiären Schutz gewährt. Sie dürfen Angehörige erst Jahre später nachholen. Unter tausenden Klagen zum Status von Flüchtlingen ist der aktuelle Fall der erste, der an einem Obergericht entschieden wurde. Die vier großen Fraktionen im EU-Parlament sind sich einig, sie wollen morgen in einer Resolution fordern, die Beitrittsgespräche mit der Türkei auf Eis zu legen. Schon vor der Abstimmung über diese Resolution machte der türkische Präsident Erdogan deutlich, was er davon hält.
Ein solches Votum habe keinerlei Bedeutung, sagte Erdogan bei einer Wirtschaftskonferenz islamischer Staaten in Istanbul. Er rief die islamische Welt auf, gegen den Westen zusammenzustehen. Das Völkermordtribunal in Kambodscha hat die lebenslangen Haftstrafen gegen die beiden ranghöchsten Vertreter des Rote Khmer-Regimes bestätigt. Der 90-jährige einzige Chefideologe und der 85-jährige Ex-Staatschef hatten Berufung eingelegt. Das Gericht warf den Angeklagten mangelndes Unrechtsbewusstsein vor. Während der Schreckensherrschaft der Roten Khmer von 1975 bis 1979 kamen in Kambodscha rund 2 Millionen Menschen ums Leben. Die Angeklagten bestritten, von Gräueltaten gewusst zu haben. Über dicke Luft klagen nicht nur Menschen in Stuttgart. In vielen Städten Europas sind die Feinstaubbelastungen und Stickoxidwerte hoch. Als Reaktion hat das Europaparlament heute strengere Regeln beschlossen. So soll etwa der Ausstoß von Feinstaub bis 2030 im Vergleich mit 2005 um knapp die Hälfte verringert werden. Einem EU-Bericht zufolge sterben schätzungsweise noch immer jedes Jahr mehr als 400.000 Menschen an den Folgen von Atemwegserkrankungen. Bürger und Umweltschutzorganisationen haben grundsätzlich das Recht, von Behörden darüber informiert zu werden, wie sich Pflanzenschutzmittel auf die Umwelt auswirken. Das hat der Europäische Gerichtshof in 2 Urteilen entschieden. Demnach können Behörden entsprechende Auskünfte nicht mit dem Argument verweigern, Betriebsgeheimnisse der Hersteller würden verletzt. Umweltschützer hatten geklagt und Informationen unter anderem über das Unkrautgift Glyphosat eingefordert. In Bolivien herrscht die schwerste Dürre seit 25 Jahren. Vielerorts sind die Stauseen ausgetrocknet. Wegen akuter Wasserknappheit hat die Regierung den Notstand ausgerufen. In der Hauptstadt La Paz wurde das Wasser rationiert. Nur gelegentlich erfolgt eine Versorgung durch Tanklastwagen. Um sich selbst ein Bild zu machen, besuchte Präsident Morales die ausgetrockneten Lagunen bei La Paz. Ein Krisenstab wurde gebildet. Und das war's für jetzt. Wir melden uns in knapp einer Stunde mit der nächsten Tagesschau. Bis dahin, auf Wiedersehen.